Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Phasmophobia. Wieder mal mit eurem Max, eurem Marvin und mir, dem Eric. Hallo liebe Freunde. Heute sind wir in der Edgefield Road und haben den Werten oder die Werte Alan Holland. Was muss man denn über der Alan Holland? Bestimmt eine Akrobat oder Typ. Ich weiß nicht. Ich glaube, die kommt aus Holland. Ich glaube auch. Meinst du? Vielleicht sogar. Max Gandhi, oder? Nee, Max Gandhi wäre nicht Holland. Was habt ihr hier? Das. Immer noch zu Weihnachten. Alter, ihr nehmt immer das schöne Zeug mit, weißt du? Und ich muss mal dann hier mal. Ja, was willst du? Was willst du? Was willst du? Weltfrieden. Ah, geht nicht. Buch, oh, schön, schön. Das bleibt dort liegen. Ich hab das so schön auf den Teller gelegt. Die nimmst einfach mit dem Teller mit. Oh, no. Oh, Mann. Oh, Marvin. Zugriff. Ist echt so. Kekse suchen. Ich such das verfluchte Objekt. Hoffe, es sind Tarotkarten. Dann kann man den Max kaputt. Nein, bitte nicht. Ich hab einen Keks. Aber das ist ein richtiger Teller, ne? Nein, nee, das sind schon einzelne Kekse, die wir finden müssen. Eine liegt auf jeden Fall auf dem Küchentisch. Naja, kannst du, wenn du ihn findest, kannst du den mitnehmen. Wie soll ich denn den mitnehmen? Ich einfach mit E! Aber ich hab. Achso. Nee, der spawnt dann einfach draußen im Vent, auf dem Teller. Ah! Und dann müssen wir den Teller mit reinnehmen. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Wir haben hier unten im Flur 5 Grad, 2 Grad. Haben wir denn die Sicherung schon an? Ja, haben wir. Hier ist gegen die Tür. Oben sieht sauer aus. Over. Ja, hoch, warte. Das sind zwei. Bist du hier? Der. Das kannst ist du mich hören? Und Event. Die Tür ist zu. Mua. Okay. Bist du hier? Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Wir haben einen Gasterorb. Hier drin? Nee, schon im Flur. Oh. Kann ich nochmal kurz allein sein, Erik? Dass ich nochmal kurz geholfen kann? Ich kann dir sofort mal irgendwo. Bist du hier? Kannst du mich hören? Wie alt bist du? Hörst du mich? Anscheinend will sie nicht sprechen, weil sie nicht nett ist. Schüchtern. Ist echt so. So. Alter, boah, Kunstbanause. Max, wie viele Kekse müssen wir finden? 6. Die Kekse bringst du dann rein zu dem Geist und damit, tust du das Sonderevent triggern jetzt, das Weihnachtsevent? Ja, ja. Was denn? Oh. Oh. Ja. Wo mach ich mal?
Der Geist. Wenn du weiter so machst, bist du das wirklich. So. Eric, proud of dich? Wirklich proud of dich? Warte, hat er ins Buch geschrieben? Nee. Also die war hier ganz hinten, gerade aus Vorsprung. Also wir haben die Aufgabe mit dem Räucherstäbchen jetzt schon erfüllt. Nice. Eric hat keine Sanity mehr, das macht nämlich das Spiel. Und du verlierst deine Sanity, ja, wenn du reinguckst. Ah. Okay. Ich bin mal so frei und snack mal ein paar Tabletten. Snack dir wie viel, so viel wie du möchtest, wirklich, du Snackmeister. So, wir brauchen noch zwei Kekse. Okay, aber was wir auch brauchen, was wir nicht vergessen dürfen, ne? Ein Knochen oder das Objekt. Hä, hey Max, da liegen doch 5 Stück drauf im Teller. 1, 2, 3, 4. Ah, dann fehlt einer. Aber Max kann halt nicht zählen, aber ist okay. Ah. Wir respektieren das. Wir haben noch gar nicht nach den Hinweisen geguckt. Wo ist denn die Kamera? Max, weißt du, wo die Videokamera ist? Hast du die? Du hast ja Geisterobst vorhin gesehen. Die Videokamera, ja, die ist hinten im Gang, quasi dort, wo die Kellertreppe ist. Also sieht man damit die Dots? Ja, ist ausgerichtet. Lebt ihr noch? Ja. Mit Dots haben wir. Hey Marvin. Hi. Fuck. Haben wir denn noch welche? Keiner. Was nehmen wir? So, was brauchen wir denn noch? Was kann es denn eigentlich sein? Fingerabdrücke könnte es sein. Geisterbuch könnte es sein. Gefriertemperatur haben wir nicht. Geisterbox wollte nicht. EMF-Level wissen wir nicht und Fingerabdrücke wissen wir nicht. Was hatte Eric dafür? Hattest du die UV-Lampe? Nee. Guck du mal, Eric. Ihr habt eine UV-Lampe mitgebracht? Du musst aufpassen, hier spielt jemand Ball. Der Geist? Oder Eric? Ja, wo sehe ich, wo kann ich jetzt... Hier ist ja nun keine Tür, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gelaufen, ne? Der Kellertür halt. Hm. Oder der hat... Keks. So. Die
gehe nochmal raus. Müsst ihr eigentlich wissen, wer das ist, ne? Also der läuft so schnell, das kann doch nur ein spezifischer Geist sein. Oder nicht? Benji läuft doch schneller, wenn wir uns verstecken, oder? Guck mal, warte. Benji wird jetzt hier schwächer, bevor... Ja. Also nee, keine Ahnung. Warte mal, was haben wir? Hier ist ein Übersetzungsfehler. Benji. Stärke, ein Banshee wird jetzt hier schwächer, bevor sie angreift. Ich bin so kacke im Lesen, wird jetzt hier schwächen, wirklich. Ich bin so inkompetent. Raichu, Thaie oder Banshee? Thaie ist es nie, würde ich sagen. Das wäre Buch. Ich würde sagen Raichu. Okay. Haben wir denn überhaupt Strom an? Also weil Strom und Beam und das, ne? Aber so schnell habe ich auch noch nie einen Banshee gesehen. Also ich würde auch sagen Raichu. Ich bin so safe, dass der es ist. Ja, ich eigentlich schon. Ich würde hier nochmal anzünden und wir gucken nochmal nach dem Keks. Ja, ich gucke nach Keks. Keine Störung. Das ist ein Thaie. Ein Thaie. Aber unten in der Küche warst du schon, ne? Ja, ja, ja. Hast du den Knochen schon gefunden? Hab einen Keks. So, ich habe auch nur ein Räucherstäbchen. Ich musste echt viele verwenden, aber der jagt doch einfach so schnell, dass er sofort dabei ist. Ne? Egal, ich stell den jetzt hier unten rein und wir gehen direkt hoch. Okay. Chris! Weihnachtsmann. Was ist das, der Weihnachtsmann? Oh Mann, Max, ich glaube, der ist weg. Wollte ihn gerade. Ich wollte den gerade. Das ist doch der Weihnachtsmann! Der hat jetzt gegessen, der Weihnachtsmann. Willst du ihn wieder mitnehmen? Erik wirft den Ball. Erik, richtig. Richtig nervig. Also richtig nervig, einfach richtig depressiv vom ganzen Warten. Also tippen wir einen Thailänder. Warte mal, Raichu, Strom, schneller. Sicherung ist doch sicher Daya. Aus. Dann lass uns mal Sicherung rausmachen. Easy, Strom war aus. Strom ist aus. Lass uns aus. Tschüss, Max.
Na, Abfahrt, Max, komm. Ja. Thailänder. Nice. Ja, ich hab kurz zum Jobs ready für ihr. Es hat nicht gestimmt. So, aber jetzt will ich wissen, wo war der Knochen? Raichu. In der Küche. Wäre ich mal auf Raichu geblieben. Hab ich nicht gesehen. In der Küche war der Knochen. Ich war mir sicher, es war ein Thailänder. Aber der Geist ist auch einfach 1 Kilometer gelaufen, ne? Also, ich hatte die ganze Zeit Raichu gehabt, jetzt habe ich mir gerade eben Raichu durchgelesen gehabt und dachte mir so, nee, der hat mit keinem elektrischen Gerät interagiert in dem Haus. Es kann kein Raichu sein, deswegen habe ich noch was anderes gewählt. Thai? Dafür war er mir die ganze Zeit viel zu aggressiv, deswegen hatte ich Thai ausgeschlossen. Der war einfach die ganze Zeit und der ist auch nicht schwächer geworden. Denn Thai wird über die Zeit schwächer in seinen Angriffen und immer langsamer, aber das wurde der nie. So Leute, wir verabschieden uns dann. Genau. Von der Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Phasmophobia, vielen Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.